Jawohl, Tipp Loni. Zurück bei FIFA Street 2. Und, ja, und ich steht immer noch an. Ich erinnere mich an das letzte Mal, da, boah, gab krass aufs Maul. Wirklich, das war gar nichts, was da teilweise abgelaufen ist. Und hier, naja. 7 Tore. Ohne alles. Jawohl, doch. Nee, steht ja nichts davon, dass das irgendwas nicht gibt. Und wegen keine Tricks oder keine Gamebreaker oder so. Hier steht was von 7 Toren. Und wenn die 7 Tore steht vorne, ja, dann werden wir ja reinhauen. Also bitte. Ich brauche echt einen besseren Torwart. Daran erinnere ich mich auch und das sehe ich ja auch sehr klar. So, ich weiß auch noch, L2 und R2 ist der Real Deal. Radio Bongo, ich glaube aber weniger auch. Liebes Spiel, ich glaube, habe ich eigentlich? Kann ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Widescreen-Modus anhab. Sieht aber so aus, ehrlich gesagt. So, immer wieder in die Steuerung reinkommen. Hilfe. Echt schwer genatzt hier. Geil. Gepornt, Alter. Gepornt, Alter. Alter, gepornt, Alter. Das hat wehgetan. Okay, es geht mit allem drum und dran. Von mir aus. Ja, ja, nein. Hilfe, nein. Nein. Oh, Herr Regisseur ist schon einmal raus. Alles klar, alles klar. Ja, und das ganze Ding ist so Hip-Hop-lastig ist und so. Habe ich gedacht, ich sag mal Folgendes. Dieses Leben ist wie Einzelhaft. Ich zieh die Knarre erst, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Ich höre das Lied in letzter Zeit so oft und es ist einfach so gut. Es ist irgendwie total schlecht, aber es macht total Bock zuzuhören. Also bitte. Und ich kann es mir zwar nicht erklären, aber irgendwie ist es geil. So, wollte ich nur mal dazu sagen. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Ich habe gebettelt um mein Arbeitslosengeld 2. Die wird gemordet wegen einem lila Geldschein. Bemerke lila, nicht lila, lila, lila. Ich kann nicht reden. Lol. Oh nein. Werde ich fast gepornt, Alter. Werde ich fast gepornt, Junge. Fast gepornt, Alter. Okay. Also irgendwie so Betonung habe ich auch viel deutlicher gesetzt bei FIFA Street Dank Harris. So alter Gamebreaker, alter Gamebreaker, alter unfassbar, Digga, unfassbar. Ich weiß gar nicht mehr, was der alles so gesagt hat. Das ist schon zu lange her. Leider, muss man sagen. Ich wüsste es sehr gerne. Ich habe alles vergessen. So. Yakubu, Yakubu. Ich glaube, du hast 75. Dann zeig das auch mal. Oh, genatzt, Alter. Ja. Genau. Oh nein, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ihr Vollbobs, ey. Das ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr jetzt. Wir kriegen den Gamebreaker und ich bin hier der Bob vom Dienst, oder wie? Ich sollte mal mehr Tore schießen und weniger versuchen, alle zu nutzen vielleicht. Wäre vielleicht ganz geil. So, wack. War das wack. Den Punkt Loni halt die Fresse, du bist wack. Shit. Oh, komm. Ich meine, da will man, aber dann darf man nicht mal. Das ist ja, behindert, möchte ich sagen. Hallo? Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Gib mir meinen Gamebreaker, Mann. Boah, ich muss auch zugeben, ich weiß gar nicht warum, aber in letzter Zeit, ich hab Nackenschmerzen, so. So halb links, weißt du? Und ich kann es mir nicht erklären. Ich habe mir jetzt echt mal so Schmerzgel drauf geschmiert, ne? Oh, es ist so kühl und so gut. Und vor allem so kühl, aber auch so gut. Mm. Ich weiß zwar nicht, von welcher Marke sind eigentlich Werbung dafür gemacht, weil es so gut ist. Oh, ja. Ja, so vielleicht. So halt nicht. Okay, 2-0. Ich brauche so ein KO, ne? Wäre ganz geil. Warum versuche ich es nicht? Oh, und 2. Ah, fuck! Scheiße, ich hätte es ein. Aber ich will ja gar nicht das 1-2, ich will doch nicht nach Toren gewinnen, das ist scheiße. Ich will den KO und ich will fertig machen hier. Und wenn es am Ende 6-0 steht und ich gewinne, ich werde mir den Arsch ablachen. Weil ihr seid leider alle wack. Geht Kondome aufblasen, dann haltet ihr die Fresse, ihr seid wack. Danke an Spliff-Testing an dieser Stelle. So, oh, 1 und jawohl! Oder nicht ganz. Kolonie, ganz ehrlich, ich muss ja alle vernaschen. Ich habe den höchsten Trickpunkte, das höchste Trickpunkte-Konto von allen. Das will ich auch gerne mal zeigen. So jetzt, mies, mies, Alter, mies, Alter, mies, Alter. Ja, das fehlt mir in dem Spiel irgendwie noch. Das, zu oft das Wort Alter sagen. Also wirklich exorbitant oft das Wort Alter benutzen.
Und erst dann kann ich zufrieden sein mit diesem Spiel. Alter, Game Break, Alter, unfassbar. Das muss ein Kommentator können, nicht irgendwie, weißt du, Lonihausen. Oh, wer sagt denn oh? Es heißt, Alter, Junge, du bist gar nicht auf der Street, Junge. Du bist gar nicht Street, du bist nicht Street, Junge. You're not Street, Junge. Widert mich an, Alter. Was ist denn das? Can we please talk the language now, man? So, jetzt mal. Ja, wow. Ich genieße es, weil es war das erste Tor seit 800 Jahren wahrscheinlich. Vielleicht auch seit 8 Minuten, aber ist ja egal. Eins. Die normalen Over the Tops sind viel leichter. Verstehe gar nicht, warum. Warum irgendwas Normales leichter ist. Ist ja wieder nicht an sowas. So, den Game Rack hätte ich mir holen können, aber wer war hier der Bob? Wer war der Bob? Bob. Eins. Ja, zwei. Und bitte! Loco, schalala. Hurensohn. Wie geil war das denn jetzt, Lodi? Lecker. Wie Pferdesalami oder so. Ich weiß nicht. Nein, ernsthaft, was war das denn? Das widert mich an, diese Heftigkeit. One by KO nach vier. Gut, es hat 4,5 Minuten gedauert, aber das war es halt einfach wert. So, und ich kann neue Tricks, wenn ich jetzt nach rechts oben. Ich muss echt zugeben, trickmäßig diese Schrägen, ne? Also so rechter Knüppel nach oben, unten, links, rechts, kein Problem. Ganz locker, aber die Schrägen irgendwie, die mache ich nie so. Ne, also da muss ich noch ein bisschen drauf klarkommen. Schauen wir mal. Ja. Entschuldigung. Ich bin überhaupt nicht müde. Es ist gerade 21 Uhr, glaube ich. Und ich habe gerade 3 Stunden geschlafen. Kennt ihr das? 3 Stunden kennst du? Kennt 3 Stunden kennst du? Abends schlafen kennst du? Ist mir egal, ihr seid beide schlecht. Was wollte ich mal? Auf jeden Fall abends schlafen, ne? Und dann wachst du 21 Uhr auf und denkst so, in welchem Jahrhundert bin ich so? Ist wirklich so. Meiste Tore nach 5 Minuten, es sei denn, ich mach KO, dann ist einfach vorbei. Then suck it, man. Ich freue mich schon drauf. Oh, das Spiel, danke, dass wie wir schießen können. Das interessiert mich natürlich sehr. Wie lange spiele ich das jetzt schon? Wie viele Folgen spiele ich? Kannst du mir kurz helfen? Ich weiß es nicht mehr. Boah, Alter. Lonihausen. Oh, das kann wohl geil werden. Das wird sicher geil. Schalalala. Schalalala. Hurensohn. Oh, jawohl. Der musste nicht mal reingehen. Es ging nur darum, die Punkte zu kriegen. Weil auch hier wieder ist natürlich KO das Ziel. Ich will natürlich durch KO gewinnen. Das ist ja das Geilste, was geht. Ah, schade. Wenn der Keeper mich angreift, ne, dann finde ich es ein bisschen schade, dass man nichts von der Controller-Vibration mitbekommt. Weil, ne, brrr, sag ich dann nur. Brrr. Oh, lecker. Wenn ich das gewinne, ne? Wenn ich das jetzt nach KO gewinne, mache ich alle kaputt. Ich mache euch fertig. Ihr habt keine Chance zu überleben. Eins. Zwei. Ah, Wichser. Ne, hat er gut gemacht, muss man sagen. T. Loni, das war wack. Mach ich halt noch ein Tor, ist ja nicht so schlimm. Meine Fresse, Alter, unfassbar. Mach mal Replay, Digga. So ein bisschen nostalgisch von FIFA Street, bei 1 bin ich ja schon. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Longplay davon. 10 Stunden FIFA Street. Ach nee, von wegen 10 Stunden, Quatsch. Es waren zwar 40 Folgen, aber viele haben einfach eine halbe Stunde oder 40 Minuten gedauert. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit ich damals hatte. Ist auf jeden Fall exorbitant heftig. Oh ja, lecker. Nein. Ich denke, wenn der spielt irgendwie im Richtigen und dann schieße ich, dann geht er aber zum Torwart. Ich muss die Aktion noch schnell abbrechen. Weil wenn der Torwart von hinten schießen, wenn der mal reingeht, dann muss da was passieren. So, schade. Das wäre ein schöner Wall-Move gewesen, aber lässt mich das Spiel ja nicht. Also nicht. Dup. War mal ein Versuch. Jetzt muss ich eigentlich auch nicht mehr KO machen, weil jetzt die 3 Minuten halte ich auch noch aus. So wäre es ja nicht. Eins. Zwei. Oh, diese Over-the-Top-Dinger, die sind so geil, Junge. Geil.
Das war jetzt mal ein schräger Knüppel. Ja, hast gesehen, was rausgekommen ist, ne? Lief ja super. Na komm. Jawohl. Ja gut, andererseits, die Gegner gerade haben auch 2-0, waren auch 2-0 vorne im Spiel vorher. Und ich habe gewonnen. Nach 4,5 Minuten. Also das kann ja alles noch passieren, deswegen. Komm mal klar, Junge. Oh, Wall Move. Geil, 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 geil. Zum Glück hat es heute nur ein Spiel gebraucht, bis ich wieder drin bin. Das erste war so ein bisschen, hat gewackelt, aber jetzt sieht man den Trickpunkt, ich bin voll drin. Also. Kein Problem. Oh, für seine Statistik, Junge, Alter. Es geht hier um Street, Alter. Es geht nicht um Statistiken, es geht um die Liebe, Mann. Die Liebe der Straße, kennst du sie? Alter, das ist jetzt ein bisschen lächerlich, muss ich zugeben. Aber wenn ich jetzt wirklich gewinne, ne, dann bin ich sauer. Aber gut, gleich ist Halbzeit, also Flanke, Kopfballtor. Dann eben nicht. Zweite Halbzeit ist auch toll. Muss ich auch mal selbst genügen. Scheiße. Ich wollte doch nur KO gewinnen. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Oh, oh, yeah. Hast gemerkt, fair und yeah hat sich gereimt. Das ist technisch versiert. Oh, over the top. Oh, ja. Mm, und die Mucke zieht auch richtig durch gerade. Nur meine Trick leider nicht. Red Deutsch mit mir und wie ich bin. Ich bin nicht in Polen, Alter. Was willst du? Nee, ich keine Ahnung, was ist denn das für ein Sport? Also, es ist eigentlich ein bisschen Handspiel. Ja, was Interesse. Also, sieht sehr geil aus, der Trick. Aber es sieht auch ein bisschen illegal aus, ehrlich gesagt. Oh, jawohl, genutzt, Junge. Bums! Hauptsache Gamebreaker, so. Eins. Nein. Ach, der Block hat gereicht und. Uiuiui, das ist ja mies. Wichser, Wichser, Wichser. Und wiedersehen. Oh ja! 4:1 Lohn. Ihr habt rasiert. Hat rasiert. Ihr seid alle tot. Oh, das war mein Glück jetzt, weil durch mein Tor ist der Gamebreaker von denen auch weggegangen. Aber das war jetzt wichtig. Als klar war, die haben einen Gamebreaker, musste ein Tor. Egal, ob ich jetzt KO oder nicht. Ich meine, gut, wenn ich KO gemacht hätte, aber darauf ankommen zu lassen, ist gefährlich. Deswegen. Ball flach halt. Uiuiui. Also, ohne meinen Gamebreaker wird es 2-3 stehen, nur mal am Rande so. Gut, dass ich ein Tor geklaut habe. Gut, dass ich ein Tor geklaut habe. Gut geklaut, gut geklaut, 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 geklaut. Du geklaut, Alter, was geht? Ja, nein, schade. Das ist total verwirrend, wenn man aus normalen FIFA-Spielen kommt, dass Kreis nichts mit Tackling zu tun hat, weil Tackling ist Viereck, aber Grätsche irgendwie auch. Und das ist Zufall, was genommen wird, habe ich so das Gefühl. Kannst dir wünschen, was es wird, aber... was ist wirklich, ne? Also davon habe ich noch nie was. Das, wieder nicht an. Na, komm schon. Nur weil er 8 Meter groß ist, ist doch widerlich. Wir spielen nicht zu Klumpenfußball, Junge. Ich meine, obwohl. Ist das schon diskriminierend? Oh, ja, yeah, nein! Aber so Flankending und dann rüber irgendwie, das ist total geil. Das muss man noch machen dürfen. So, eins. Oh, jawohl. Zwei. Mist, das war die Luft. Scheiße. Kein Problem, mein Keeper ist da. Schön out of bounds zu sehen. Es macht immer sehr viel Spaß. Und zeigt gutes Beta-Testing. Oh, wieder einer. Oh, geil, 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 geil. Aber das war's auch schon. Ja. Vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank für diese 5 Minuten. Ich hatte meine 5 Minuten, Junge. Hörst du den Applaus? Ja. Der Sport wird irgendwie nicht richtig appreciated, ich weiß es auch nicht. Ja, aber immerhin alles zerstört. Denkt dran, ohne meinen Gamebreaker, ich hätte 2-3 verloren. Das ist nur mal ganz am Rande. Ohne jeglich, ohne, einfach nur mal so. Merkst du? Kennst du. Oh yeah, oh yeah. Also ein KO lohnt sich, also bei 10 Minuten würde sich ein KO lohnen, bei 5, naja. 5 Minuten darf das Spiel dann schon dauern. Das gestehe ich dem Spiel dann ein. Steht dem Spiel zu. Was haben wir ja schon wieder? Jetzt sind 5 Tore. Und die müssen wir noch freischalten. Gut. 5 is the magic number in this tournament. Oh, bitte nicht dann 25.000 Punkte. Nee, fände ich nicht gut. Fände ich nicht so gut. Wenn du da Features holen musst gegen eine Witzfigur. Thierry Telepathie.
oder Telepathy, also ihr wisst, was damit gemeint ist, das reicht auch. Aussprache ist was für Leute, die einfach keine Ahnung haben. Macht euch irgendeinen Glückskeksspruch draus und lasst mich Fußball spielen, ja.